Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Voice-Over-Video. Wie das letzte Mal auch, habe ich die Deko wieder bei mir im Schneideprogramm laufen und wir gucken uns jetzt quasi zusammen im Zeitraffer an, was ich da so fabriziert habe. Das ist eine Deko, die beim Online-Planer-Schnack am Samstag entstanden ist. Und diesmal habe ich auch Sticker verwendet, die in der Goodie Bag drin waren. Aber vorher wollte ich ein bisschen für einen farbigen Hintergrund oder Farbakzente sorgen und hatte mir so eine Kupfer-Acrylfarbe rausgesucht. Ihr seht, ich hatte da erst an dem einen Tag so einen Streifen gemacht und dann habe ich es ganz schnell alles so ein bisschen verwischt, weil mich das irgendwie überhaupt nicht überzeugt hatte. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Und die Farbe war auch anders als ich gehofft hatte. Also ich hatte die Farbe bei der Halloween-Deko im Fibonacci schon mal verwendet und da wirkte die irgendwie ganz anders als jetzt hier auf dem gelblichen Papier. Also sie wirkte sehr beige-braun und nicht so schön schimmernd, aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hinterher fügt sich alles irgendwie zusammen, aber war jetzt nicht die beste Deko, die ich je gemacht habe, ne? Muss man mal an dieser Stelle sagen. Oder kann ich schon mal spoilern. Aber ihr seht jetzt hier, nachdem das so ein bisschen getrocknet ist, das habe ich jetzt einfach mal rausgeschnitten, die Wartezeit, habe ich ein bisschen Papier mit drüber geklebt. Da denkt man sich jetzt wahrscheinlich erstmal, oh mein Gott, so ein ganz blass rosa mit diesem Kupferbeige, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber vertraut mir, das wird. Also es wird nicht so schlimm, wie es jetzt vielleicht gerade aussieht. So, da wird wild gefuchtelt, weil wir anscheinend ein spannendes Gespräch nebenbei hatten. Und weiter geht's mit der Deko. Ich hatte ja die Goodies alle zu mir geschickt bekommen und da waren so coole Konfettis von Type Poetry drin, die ich natürlich auch direkt mit verwursteln musste. Und ja, das mache ich jetzt und Punkte gehen ja bekanntlich immer. Von daher wird jetzt fleißig der eine oder andere Punkt oder Kreis auf die Seiten verteilt. Einfach da, wo ich gerade Bock habe und wo ich das Gefühl habe, da könnte es passen. Huch, jetzt bin ich gerade gegen den Laptop gestoßen. Ja, genau. Also, so viel ist gerade noch nicht passiert, aber jetzt widme ich so langsam mich dann auch mal den wunderbaren Stickern und die sind von der lieben Anne von Anne Hearts Planning. Den Link zu ihrem Shop findet ihr auch in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und die Sticker sind so versetzt mit, ja, auch so eine Art Kupfersprenklern. Und die sehen einfach richtig, richtig cool aus, weil die halt auch so geschimmert haben. Und ja, deswegen wollte ich halt auch diese Kupferfarbe als Hintergrund benutzen. Aber irgendwie, ja. Hätte das noch ein bisschen schimmeriger werden können als Background. Aber ist halb so wild. Mit diesen braunen Tönen und den rosa Blumen und so weiter fügt sich trotzdem irgendwie dann alles ganz gut zusammen. Aber ihr seht, ich bin wirklich wild am Fuchteln, weil ich so ein bisschen unentschlossen bin, was wohin kommt. Dann hatte ich da diesen Blumensticker gerade in der Hand, aber den wollte ich jetzt nicht einfach irgendwo in die Mitte von den Seiten kleben. Deswegen schaffe ich hier noch so ein bisschen noch mehr so eine Basis mit den Kullern und Kreisen und Punkten. Und dann drapiere ich da dann auch gleich die anderen Sticker noch drumrum, damit das alles so ein bisschen mehr Zusammenhang hat, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das mache ich jetzt hier erstmal, soweit ich mich erinnern kann. Ist ja auch schon ein paar Tage wieder. Und ja, das ist mit einer der letzten Herbstdekos. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Also die Woche ist quasi Herbstende für mich im Planer. Und eine Woche kommt noch, die auch nicht so ganz winterlich ist, aber auch nicht so richtig herbstlich. Obwohl doch, da sind Kürbisse drauf. Also schon ein bisschen herbstlich. Und dann ist das Thema für dieses Jahr für mich abgehakt. Ich habe nämlich auch zum Beispiel schon ein bisschen Winterdeko rausgekramt. Also ich hatte so dreieckige Metallrahmen, sage ich mal, wo man dann einfach eine Lichterkette drum bamseln kann oder was in die Mitte hängen kann. Und das sieht dann halt aus wie ein Tannenbaum, weil es nur ein Dreieck ist. Also ganz, ganz schlicht und clean. Aber ich mag das. Und ich hatte mir bei Nanunana letztens zum Beispiel auch noch schlichte Reifen, also so Ringe
auch Metallern gekauft, 3 Stück in verschiedenen Größen, die man genauso benutzen kann. Und jetzt hängt schon hier und da ein Dreieck oder so ein Kreis. Und ich hatte dann an den Kreis auch die Lichterkette gepackt. Und da ich den ja an die Tür hängen wollte, habe ich die Lichterketten-Batteriedose, oh, das ist ein schönes Geigenrätselwort, dann mit an diesen Kreis oder an dieses Ding quasi geklebt. Und das Ganze dann mit ein bisschen, ja, so getrockneter Tanne und Tannenzapfen, die ich noch da hatte, und so ein Orangenscheiben und so alles, was ich so getrocknet hier noch an winterlichen Sachen hatte, so ein bisschen verdeckt. Und das ist auch ganz gut geworden, muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr. Ich habe mich noch nicht getraut, das jetzt außen an die Tür zu hängen, weil ich dachte, die Nachbarn denken dann, ich bin ein bisschen früh dran. Aber bald kommt es dann nach draußen. Momentan hängt es nämlich innen im Flur und abends mache ich dann einfach die Lichterkette an und freue mich, dass ich ja, im Flur kein Licht brauche, weil das dann immer so ein bisschen leuchtet und das sieht schon sehr schön aus. Aber jetzt schweife ich schon wieder zum Winterthema ab. Also ihr seht, der Herbst ist für mich schon gedanklich vorbei. Aber hier seht ihr jetzt gerade, wie ich noch alle Buchstaben für Online-Planer-Schnack auf diese Kreise von Clary sind, die schreibe. Weil ich nämlich nicht gerne einfach so in den Planer schreibe. Und dann habe ich die so ein bisschen an, ja, also durch die Seiten schlängelnd dann aus Papier gebracht und aneinander geklebt. Und das Ergebnis gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. Auch gerade mit den verschiedenen Beige und Braun und Rosatönen, die ja auch in der Deko vorkommen. Und ja, hier seht ihr jetzt, wie ich das alles auf diesem kleinen Tag sozusagen alles raufquetsche, weil so viel Platz ist da ja immer nicht im Fubonichi. Und da habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, dass ich das lange Wort nicht in eine Schlange sozusagen hinbekomme. Aber ich habe dann einfach den Schnack da drunter gepackt und ja. Wird hier gegrübelt und gequatscht nebenbei. Also man wird ja dann doch mal abgelenkt von der Deko und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man möglichst viele Dekos in so einem Schnack schafft, aber ja, da wurde ich anscheinend irgendwie gerade ein bisschen abgehalten. Und dann passiert, glaube ich, auch nicht mehr so viel auf den Seiten. Das war es dann so ziemlich mit der Deko. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich jetzt einfach dann so ein bisschen nebenbei hier rumgequasselt habe. Ich habe das Gefühl, ich bin total unter Zeitdruck, weil nämlich das Video gleich vorbei ist und ich dann noch irgendwie denke, ich muss noch kurz was sagen. Und ja, das war's für heute mit dem Video. Die Zeit ist um. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.